Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Tim, hier im DFB-Pokal dürfen wir hier in der Mixzone stehen, in der zweiten Liga dürfen wir hier nicht senden. Wie fühlt es sich an? Du hast so ein bisschen Blut geleckt nach deinem Tor beim HSV. Jetzt gleich direkt das zweite nachgelegt und exakt genauso, nach einem Eckball und einem Kopfball. Ja, ist natürlich für uns und besonders für mich eine spezielle Woche und was ganz Besonderes. Ich glaube, dass wir innerhalb von zwei Spielen zwei Tore oder hintereinander noch nicht gelungen sind. Von daher bin ich einfach überglücklich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir sowohl in Hamburg was holen konnten und jetzt auch eine Runde weitergekommen sind. Ja, super Ball gewesen von außen. Dass Knipser mit seiner Größe dann halt auch mal ein Kopfballduell gewinnt, das ist auch kein Geheimnis. Und ja, ich denke, er hat da wieder super gesetzt und ein wichtiges Tor für uns. Der ist krank, der macht das nie im Training. Ich wundere mich. Aber nein, Spaß, der macht das gut, der geht rein, der geht mit Schwung, der kopft die Dinge rein. Und ja, das soll der Innenverteidiger machen, ne? Jule, 2:1 hier in der ersten Runde gegen SC Paderborn. Wie fühlt sich das an, eine Runde weiterzukommen? Und wie fühlt sich das vor allen Dingen an, das entscheidende Tor zu machen? Und dann noch kurz vor Schluss. Überragendes Gefühl, dass wir uns da als Team belohnt haben, das Spiel gewonnen haben in letzter Minute. Und ja, nur glücklich. Ihr habt einen ordentlichen Pokal-Fight abgeliefert hier, habt euch ordentlich Chancen erarbeitet und habt euch nicht versteckt, habt mutig gespielt. Ja, es war ein offener Schlagabtausch. Ich denke, beide hatten ihre Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit auch. Und dass wir uns dann am Ende belohnen mit dem Quäntchen Glück, ist super. Ja, das ist ja der Plan auch, dass wir uns auch bei wichtigen Spielen, so wie es heute ist, uns viel zutrauen, viel spielerisch lösen wollen. Ist uns vielleicht in der einen oder anderen Situation noch nicht zu 100% so gelungen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Aber ich denke, die Ansätze waren da und ja, wie gesagt, im Endeffekt können wir mit dem Sieg auf jeden Fall zufrieden sein. Also ich glaube, wer uns kennt, wer unseren Trainer kennt, weiß, dass wir offensiv spielen wollen, dass wir mit offenem Visier spielen wollen und direkt von Anfang an vorne drauf gehen wollen. Paderborn spielt auch ähnlich, sind sehr, sehr ballsicher, war ein offener Schlagabtausch. Ich glaube, war ein sehr, sehr schönes Spiel, was wir gesehen haben, wo es rauf und runter ging, mit dem glücklicheren Ende für uns und ja, freuen uns natürlich einfach darüber. Nach deinem Tor dann direkt der Ausgleich und danach ein Feuerwerk, was ihr abgelegt habt. Also so viele Chancen, nur leider wollte der Ball da nicht rein. Ja, klar, wir hatten definitiv viele Chancen mit Pfostenschuss und so weiter. Aber ich glaube, dass wir uns das Glück dann am Ende erarbeitet haben. Panner kommt wieder mal rein, wieder eine ganz besondere Aktion. Jule nimmt den natürlich super mit und macht das Tor. Und kurz vor Schluss, ich glaube, das Stadion ist explodiert. Gänsehaut einfach gehabt, das haben wir über ein Jahr lang vermisst. Und heute können wir, glaube ich, einfach nur glücklich sein. Als alle gedacht haben, es wird ein Unentschieden, es geht in die Verlängerung, ihr habt euch ein bisschen zurückgezogen am Ende des Spiels, kam auf einmal der Julius Kade an und haut das Ding rein zum Matchtor. Nein, wir haben die Wille gezeigt von Anfang an, dass wir wollen auf keinen Fall in der Verlängerung gehen und wir wollen das in den 90 Minuten schaffen und haben wir gemacht. Also ja, wir haben alles gegeben, was soll ich mehr sagen? Ja, Fußball ist manchmal so. Natürlich mussten wir auch irgendwann mal, sage ich mal, durchatmen und haben uns dann gesagt, dass wir uns mal tiefer reinfallen lassen und den Gegner dann vielleicht den Ball überlassen. Aber nichtsdestotrotz kann natürlich eine Situation entscheidend sein. Und da haben wir einfach einen super breiten Kader und das ist ganz besonders, dass die Jungs reinkommen, dann auch die Spiele mitentscheiden und freut mich einfach für alle und ich bin einfach super glücklich. Ja, erstmal muss man natürlich auch Panna Respekt zollen, den da so drüber zu chippen und ja, dass der Jule denn die technischen Fähigkeiten hat, das habe ich jetzt auch in der kurzen Zeit, in der ich hier bin und in der jetzt er auch wieder da ist, gesehen, dass er das kann und ja, war unheimlich wichtig. Ja, Panna dribbelt von außen rein, das ist seine Stärke, 1-gegen-1 und dann dachte ich eigentlich, dass er schießt. Ich wollte auf den Abpraller hoffen und den dann vielleicht reinschießen, aber dann hat er ihn im letzten Moment noch reingechippt. Überragender Ball und ich bin stets im Glück da, mach ihn rein. Wie hast du die Stimmung danach erlebt? Der Stadion an sich, das war ja schon was sehr, sehr, sehr Besonderes, wenn man die letzte Saison sieht ohne Fans und so, aber dann der Moment, als du das Tor machst und alle völlig eskaliert sind, wie hast du das erlebt? Ja, werde ich nie vergessen. Vor allem jetzt wieder, wo Fans da sind. Ich denke, so diese Fans, die pushen einen nochmal richtig nach vorne in den letzten Minuten. Vor allen Dingen in so einem Spiel, wenn die dann da sind und nochmal richtig Betrieb machen, das pusht dann extrem nach vorne. Und das hat heute auf jeden Fall geholfen. Wer kann jetzt kommen? Wen wünschst du dir in der zweiten Runde? Ist mir egal. Ist mir wirklich egal. Wir spielen einfach Fußball. Wie du gesehen, wir haben gut gegen HSV gespielt, gegen Ingolstadt. Jetzt gegen Paderborn. Wir freuen uns auf jede Gegner und wir zeigen, was wir können mit dieser Mannschaft. Danke dir, Brandon. Alles Gute.